Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Astro-Freunde, zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch gerne zeigen, was für Upgrades ich bereits an meinem Skywatcher 150P vorgenommen habe. Und wenn ihr ein Newton-Teleskop besitzt... dann werden einige dieser Upgrades sehr interessant für euch sein. Also bleibt gespannt, denn los geht's nach dem Intro. Das erste Upgrade, das ich euch zeigen möchte, ist das Upgrade, das gleichzeitig am meisten Unterschied während des Fotografierens gebracht hat. Und zwar handelt es sich dabei um den Blendenring. Ein Blendenring oder auch Hauptspiegelblende genannt, ist wie der Name schon sagt, ein Ring, der meistens aus Kunststoff besteht und eine Blende für den Hauptspiegel darstellt. Der Ring wird an der Oberseite der Spiegelklemmen befestigt und es ist somit nicht einmal notwendig, den Hauptspiegel aus seiner Fassung zu heben. Dies macht eine Installation eines Blendenrings relativ einfach. Das einzige, worauf ihr achten müsst, ist, dass ihr die Schrauben für die Spiegelklemmen beim Befestigen des Blendenrings nicht zu stark festzieht. Ansonsten könntet ihr den Spiegel verklemmen und die Sterne sehen bei eurer nächsten Fotografie-Session seltsam verformt aus. Wurde der Blendenring korrekt installiert, verdeckt er nun den äußersten Rand eures Hauptspiegels. Somit sollte sich eine bessere Sternabbildung ergeben, unter anderem durch deutlich weniger Diffraktionserscheinungen. Gerade bei sehr hellen Sternen ist der Unterschied deutlich sichtbar. Ich habe meinen Blendenring im Online-Shop von Daniel Nimmervoll bestellt, der einigen von euch bekannt sein dürfte. Mit diesem Blendenring bin ich mehr als zufrieden, er liefert genau die Ergebnisse, die ich sehen wollte. Falls ihr einen 3D-Drucker besitzt, könnt ihr euren Blendenring aber auch selbst drucken, vorausgesetzt euer Drucker ist groß genug. Einen Link zu dem Blendenring, den ich besitze, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das zweite Upgrade, das ich vorgenommen habe, ist, dass ich den Tubus und das Auszugsrohr mit Velour ausgekleidet habe. Außerdem habe ich den Fangspiegel und noch einige andere Komponenten geschwärzt. Das Auskleiden des Tubus mit selbstklebender Velourfolie setzt voraus, dass ihr euer Newton-Teleskop komplett auseinanderbaut, sodass nur noch der Tubus übrig bleibt. Das bedeutet wiederum, dass das Teleskop später neu kollimiert werden muss, inklusive des Fangspiegels. Dies klingt natürlich erst einmal abschreckend, aber wenn ihr den Effekt von Velourfolie im Tubus erkennt, dann werdet ihr merken, dass sich der Aufwand definitiv lohnen könnte. Auf der linken Seite seht ihr einen Blick in den Tubus, wie er vom Hersteller geliefert wird, und auf der rechten Seite ist er bereits komplett mit Velour ausgekleidet. Der Vorteil von Velour ist, dass es das einfallende Licht zum großen Teil verschluckt und somit Reflexionserscheinungen deutlich vermindert, aber gleichzeitig den Kontrast erhöht. Das Innere des Auszugsrohres habe ich ebenfalls mit Velour ausgekleidet. Einen Link zu der Velourfolie, die ich verwendet habe, setze ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Zum Schwärzen des Fangspiegels habe ich Anti-Reflex-Lack von Noctutec verwendet. Wo zum Henker? Wo ist die Farbe hin? Du kleiner... Zum Schwärzen des Fangspiegels und der anderen Komponenten habe ich den Anti-Reflex-Lack von Noctutec verwendet. Ein kleiner Tipp meinerseits, wenn ihr diesen Lack verwendet, dann kauft gleich den Verdünner mit dazu. Denn wenn man den Lack aufträgt, ist er relativ zähflüssig und mit dem Verdünner sollte es deutlich einfacher funktionieren. Außerdem sollte der Verdünner hilfreich sein, wenn ihr den Lack auf eure Finger bekommt. Im besten Fall und vor allem bei großen Flächen sollte der Lack mit einer Lackierpistole aufgetragen werden. Da ich eine solche Lackierpistole allerdings nicht besitze, habe ich einen Pinsel verwendet. Damit habe ich alle sichtbaren Flächen im Inneren des Tubus, die noch nicht mit Velour bedeckt waren, bepinselt. Dazu gehört das Äußere des Auszugsrohres und Teile des Okularauszugs selbst. Außerdem habe ich die Rückseite und die Seiten des Fangspiegels bepinselt, sowie die Seite des Hauptspiegels und Teile der Hauptspiegelzelle. Bei letzterem bin ich mir gar nicht so sicher, ob es überhaupt notwendig war, aber schaden kann es ja nicht. Beim dritten Upgrade, das ich vorgenommen habe, handelt es sich um Kollimationsschrauben für den Fangspiegel. Nämlich um die sogenannten Bobsnobs. Ja, die heißen wirklich Bobsnobs. Hier vorne seht ihr die drei Schrauben, mit denen lässt sich der Fangspiegel einwandfrei kollimieren. Für viele Teleskope, wie zum Beispiel die Skywatcher Newton Serie, benötigt man einen Imbusschlüssel, um den Sekundär- bzw. Fangspiegel zu kollimieren. Dies macht das Kollimieren des Fangspiegels nicht gerade einfacher und im schlimmsten Fall kann der Innensechskant der Madenschrauben sogar rund werden und der Imbusschlüssel so nicht mehr greifen, was euch vor ein großes Problem stellen würde.
Die Rändelschrauben von Bob's Knobs ersetzen die Madenschrauben und machen das Benutzen eines Imbusschlüssels absolut überflüssig. Ihr benötigt nun keine Werkzeuge mehr, um an den Rändelschrauben zu drehen, was das Kollimieren des Fangspiegels nicht nur deutlich einfacher, sondern auch schneller macht. Bob's Knobs gibt es in vielen verschiedenen Varianten, um viele Teleskopsorten abzudecken. Stellt also sicher, dass ihr beim Kauf die richtigen Schrauben ausgewählt habt. Beim vierten Upgrade handelt es sich gleichzeitig um das teuerste Upgrade, das ich euch heute vorstelle. Und zwar um diese Ringklemmung für den Okularauszug. Bei den Okularauszügen vieler Teleskope sind Klemmungen mit normalen Rändelschrauben verbaut. Diese Rändelschrauben können Abdrücke in den Komponenten hinterlassen. Eine Ringklemmung hingegen spannt die Komponenten schonend mit einem Messingring. Somit bleiben keine Druckspuren zurück und ein präziser Halt genau auf der optischen Achse ist so möglich. Mit einem Preis von über 50 Euro müsst ihr natürlich selbst entscheiden, ob es euch ein Upgrade wie dieses überhaupt wert ist. Ich persönlich fühle mich aber deutlich wohler, wenn die Komponenten wie der Chroma-Korrektor, die in den Okularauszug hineingesteckt werden, am Ende keine Druckspuren haben. Und für das fünfte und letzte Upgrade, das ich euch heute vorstellen möchte, müsst ihr im Idealfall nicht einmal Geld ausgeben, denn dabei handelt es sich um diesen Staubschutz hier. Viele Newton-Teleskope haben auf der hinteren Seite des Teleskops zwischen dem Tubus und der Spiegelzelle eine kleine Lücke. Durch diese Lücke kann nicht nur Staub, sondern auch Streulicht eindringen. Leuchtet bei Nacht einmal mit einer Taschenlampe von hinten gegen das Teleskop und ihr werdet sehen, dass das Licht hinter der Hauptspiegelzelle hervorscheint. Dieses Problem lässt sich allerdings sehr leicht beheben. Ich persönlich habe mir einen Staubschutz gekauft, der gleichzeitig auch super als Streulichtschutz dient. Ihr könnt euch aber auch selbst einen Staub- bzw. Streulichtschutz basteln. Dazu könnt ihr zum Beispiel ein lichtundurchlässiges Stück Stoff verwenden und dieses mit ein paar Gummibändern am Tubus des Teleskops befestigen. Ich habe sogar schon Astronomen gesehen, die einen großen Joghurtbecher als Streulichtschutz verwendet haben. Dieser Joghurtbecher sollte dann natürlich aber groß genug sein, um über den Tubus des Teleskops zu passen. Und das waren die Upgrades, die ich an meinem Skywatcher Newton vorgenommen habe. Was haltet ihr von den Upgrades? Habt ihr noch Vorschläge für weitere Upgrades oder habt ihr Fragen zu den Upgrades, die ich heute vorgestellt habe? Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Kommentar unter dem Video. Zum Schluss natürlich wieder einen herzlichen Dank an meine Unterstützer, meine Patreons und YouTube-Kanalmitglieder. Ja, ich hoffe, dass ich bald wieder einen Astrovlog für euch aufnehmen kann. Momentan ist das Wetter leider nicht so gut, aber wer weiß, vielleicht kommt ja in den nächsten Wochen mal eine klare Nacht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Video, euer Patrick.